Willkommen zurück zur Stoic Challenge Dark Souls 3, bis die Stirn blutig ist mit dem Kopf durch die Wand. Beziehungsweise bis die Stirn nicht blutig ist, das ist ja das Konzept. Dass wir das so lange machen, dass wir nicht mehr bluten. So, wir haben hier in diesem Sumpf noch ein paar Sachen zu erledigen. Wir wollen ein bisschen über Marcus Aurelius reden und über den Zusammenhang zwischen Macht und Reichtum und der stoischen Philosophie. Und ich hatte mir nur ein drittes Thema überlegt, das mir aber gerade nicht einfällt. Eine andere interessante Frage ist, wie gut das mit dem Stoizismus läuft, wenn man selber gerade nicht so gut drauf bzw. ein bisschen genervt ist. Das probieren wir jetzt mal aus. Ach, das dritte Thema ist das Schwert, das ich da auf dem Rücken habe. In diesem seltsamen, geschwungenen Schliff. Damit fangen wir direkt mal an. Denn im letzten Video habe ich ja mich schwer getan mit dem Aussprechen und das war auch genau richtig. Weil wie sich beim Wikipedia-N, also dem Google in der Wikipedia sozusagen, herausstellte, heißt das auf Deutsch Flamberge. So albern das klingt. Das ist eine Flamberge. Beziehungsweise, man kann es natürlich auch Französisch aussprechen, eine Flamberge. Und da steckt, man hört es ja auch, das Wort Flamme drin. Was mit dem Design zusammenhängt, dass diese Klinge eben so geschliffen ist. Das ist ein zweihändiges Schwert, das werden wir jetzt vielleicht auch in dieser Folge mal ausprobieren. Ob das ist jetzt bald mal Ruhe, ja. Wie war denn das? Man kann das zweihändig benutzen, dann macht das mehr Wumms. Die hießen im Mittelalter offenbar Zweihänder oder eben Flammenschwert. Wegen diesem Schliff. Der Schliff war wohl speziell in Vorartillerie und Geschosszeiten dafür gedacht, defensiven Soldaten, die mit Piken aufgestellt waren, da eine Schneise durchzuschlagen. Angeblich sagt, ich weiß gar nicht, ob es die Wikipedia war oder eine andere Quelle, angeblich wurde das Schwert deswegen auch der Gassenhauer genannt, was ich sehr skurril finde und auch nicht ganz sicher bin, ob ich das glauben soll, aber jeden Fall als Vorstellung ganz schön. So, ich suche ja gerade diese Ruine, die ist glaube ich hinter diesem Turm hier, um die wir immer rumgehen mussten in der letzten Folge, denn, ja, da ist es. Was ich beim Schneiden gesehen habe, ist auch interessant. Was bewegt sich hier? Was bewegt sich hier? Achso. Was ich beim Schneiden gesehen habe, ist, dass es vor dieser Ruine, ja, das gucken wir gleich an, wenn wir anfangen. Naja. Vor dieser Ruine hier eine Leiter gibt, an der ich drei oder viermal in der letzten Folge vorbeimarschiert bin, um das zu merken. Und dann wollen wir nochmal gucken, wo die eigentlich hinführt. Vielleicht ist ja die fehlende dritte Leuchte da oben. Also, wir haben über Seneca schon gesprochen, den großen stoischen Philosophen, von dem viele, viele Texte auf uns gekommen sind, wie man, glaube ich, wenn man pathetisch sein will, so sagt. Diese Texte sind mit, das haben wir auch schon erwähnt, mit albernen Titelteils auf uns gekommen. Auch plötzlich ganz andere Lichtstimmung, auch sehr schön. Seneca, wie ich damals in der Folge erwähnt habe, ist im Jahr 65 nach Christus von Nero zum Selbstmord verurteilt worden. Der Kaiser, von dem wir jetzt sprechen, hat regiert bis zum Jahr 180 nach Christus, also deutlich später auch. Titanite, das nehmen wir da mit. Ja, über 100 Jahre nach dem Tod von Seneca. Aha. Habe ich den Instinkt gehabt? Das sieht jetzt aus, als hätte ich es gewusst, aber wenn man einmal rum ist und es geht plötzlich wieder runter, dann denkt man, vielleicht geht es irgendwo rein und zufällig war es genau die Stelle. Gut. Dieses Tier da drüben heißt bestimmt auch Seneca. Ah! Scheiße, da war nicht gewollt. Gut, aber das ist ein Bonfire und ein Ausgang. Vielleicht will uns der gar nichts, vielleicht ist es auch nur eine Statue. Und
wie sich rausstellt, war diese Geheimtür gar nicht so wichtig, weil es hier eh einen Eingang gibt. Hätte ich nicht mich direkt nach links gedreht, hätte ich ihn auch gefunden. Gut, aber so haben wir dieses Gulli da oben gleich mitgenommen. Auch schön. Ein Covenant. Ich habe noch nicht verstanden, wie das mit diesen Covenants funktioniert. Wenn es so ist wie im ersten Teil, habe ich jetzt gerade die Beiträge, die ich zum anderen Covenant geleistet habe, schon. Ich glaube, im ersten Teil war das so, dass die dann halbiert sind, wenn man ihn wechselt. Nun ja. Wie gesagt, Covenants. Das ist eher ein bisschen unklar, was die eigentlich sollen und wollen. Ein Aufzug nach oben. Das ist unerwartet. Darf man gespannt sein. Machiavelli hat wohl den Ausdruck geprägt von der goldenen Zeit des römischen. Ich weiß gar nicht, ob er das so gesagt hat. Ich hätte mich besser kundig machen sollen. Uiuiui. Ich meine, gute Aussicht haben wir hier. Rufen wir direkt den Aufzug zurück, dann werden wir. Ich bin mal optimistisch und gehe davon aus, dass ich jetzt nicht hier oben sterbe und von unten gleich wieder komme, sondern dass wir hier einmal alles ausloten und dann gehen dürfen. Ja, vielleicht ist das ein bisschen zu optimistisch. Ich habe übrigens. Ich glaube nicht, dass ich das on camera gemacht habe. Letztes Mal auch noch ein bisschen hier mit meinen, den angesammelten Estus Shards die Flasche aufgewertet. Deswegen hat die jetzt 8 Füllungen. Und da haben wir gleich 2 davon verbraucht. Eieiei. Erfreulicher Gesell. Aber dieser Aschehusten ist nicht so schön. Ey, shit. Not gut. Estus alle, Health alle. Der ist auch ziemlich mitgenommen, aber ziemlich mitgenommen ist nicht genug. Jetzt kommt er schon wieder. Lass mir doch mal Zeit, mich ordentlich vorzubereiten. Ah nein! Wir sehen hier einen tapferen Krieger bei der Arbeit. Ach, ist das alles umständlich. So. Den schieße ich jetzt einmal tot. Lässt.
Nein! Uff. Ja, hättest du nicht angegriffen, hätte ich dich nicht umbringen müssen. Gut, das ist eine ganz schöne Entdeckung, dass es hier oben so eine Lichte quasi als Dachgeschoss vom Sumpf. Und diese Lichte. Festung, jetzt haben wir so viele Ember angesammelt. Vielleicht ist die Ember. Ja, ich würde sagen. Das ist die Lösung für das momentane Problem. Puh. So, jetzt können wir mal ein Auge offen halten für Summon Signs oder dergleichen, die uns vielleicht Möglichkeiten geben, irgendwer anderen mit anderen Spielern zu interagieren. Das wäre in einem anderen Spiel jetzt was, wo man hochklettern kann, aber wir sind nicht in einem anderen Spiel. Ja, Marcus Aurelius gilt als der letzte Kaiser in einer Reihe von Kaisern, die Machiavelli hervorgehoben hat, als die goldene Zeit des Römischen Reichs repräsentieren, weil sie besonders weise und gütig geherrscht haben, weil die Bevölkerung von Rom unter ihnen, der ging es genauso gut wie dem Reich. Und er hat eben, wie gesagt, in seinem eigentlich für Privatkonsum gedachten Tagebuch seine Ansichten zu Welt und Menschen ausgebreitet. Aha. Hier haben wir noch einen alternativen Ausweg gefunden. Den erkunden wir auch nochmal schnell. Plumps. Alternativer Ausweg. Ich dachte, da gibt es jetzt vielleicht einen Goodie, aber das ist möglicherweise der Weg um dieses. Der Weg um dieses Tor rum. Bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier. Dann sehen wir das auch mal, wie sich das auflöst. Da ist noch eins, aber ich weiß auch schon, da hier zwei von denen sind, kann ich davon ausgehen, dass dieser Drache da, wenn man ihm zu nahe kommt, aufwachen wird. Und da haben wir jetzt ohne Estus Dragon Crest Shield, das ist ein sehr gutes, haben wir jetzt ohne Estus natürlich nicht die geringste Chance. Gut. Hier ist noch eins von diesen Dingern. Das kommt auch leider. Also das Prinzip bei denen ist, die spawnen jetzt erstmal nicht wieder, bis man das nächste Mal in einem Bonfire ausgeruht ist. Oder ich könnte jetzt aus dem Spiel durch Quit aussteigen und dann nochmal neu laden, dann wären sie auch wieder da. So war das damit. So war das zumindest im ersten Teil. Mit dem Gassenhauer bin ich soweit ganz zufrieden. Allerdings bin ich ein bisschen überrascht, wie viel hinter dieser Treppe an Inhalten zu holen ist. Ganz bestimmt. Ganz bestimmt werde ich das versuchen. Das Meer. Mal kurz hier versuchen, Orientierung zu bekommen. Wo sind wir denn reingekommen hier in die Farron Keep? Von da wahrscheinlich. Dann wäre das da unten der Crucifixion Wood.
Oder von da drüben. Ja, von da drüben, glaube ich. Das ist das Undead Settlement. Und dann sind wir da durchgekommen. Das ist die Halfway Keep. Und in der Crucifixion Wood. Und was ist das da drüben dann noch? Hab ich jetzt nicht richtig den Überblick. Oder doch, das sind diese Ruinen. Ist ein bisschen schlecht zu sehen in diesem Maßstab, aber ich glaube, das sind die Ruinen. Ah. Ich laufe ein bisschen betrunken durch die Gegend. Ja, ich scheue mich jetzt ein bisschen da nochmal hinzugehen, weil eigentlich haben wir ja noch die Sache mit der Lampe zu erledigen. Das machen wir jetzt auch mal zuerst, bevor wir hier weiter uns auf den Weg machen. Dass man hier offensichtlich auch noch Items sieht. Da haben wir eins übersehen. Das müsste direkt am Eingang sein, wo man hier, kommt man in Ferens Keep rein. Da drüben. Und da gibt es ja übrigens auch noch den Raum auch hier an der linken Seite mit dem Titanite, wie auch immer das Tier heißt, das dann Titanite Scale abgibt, wenn man es besiegt. Da müssen wir auch nochmal hin. Es bleibt noch allerhand zu tun, bevor wir hier raus dürfen. So, die Frage, warum diese mächtigen Seneca, Marcus Aurelius den Stoizismus praktiziert haben. Ich glaube, einer der Verständniswege dazu ist eine Technik, die von denen und dann auch von zeitgenössischeren Stoikern empfohlen wird, wie man mit oder wie man allgemein eine gute Haltung in einer feindlichen Welt, eine positive Haltung in einer an sich feindlichen und unfreundlichen Welt sich bewahren kann. Und das ist negative Visualisierung. Das ist das Prinzip, dass immer wenn man einen Rückschlag erleidet oder wenn einem was verloren geht, was man hatte, man sich nicht darauf konzentriert, was man verloren hat, sondern sich darauf konzentriert, was man noch hat und dass man das ja auch verlieren könnte. Negative Visualisierung heißt dabei, das kann man natürlich auch ohne einen Rückschlag machen, das kann man einfach so machen, in seinem Alltag, sich überlegen, was einem besonders wichtig ist und sich dann vorstellen, wie das wäre, wenn einem das verloren ginge. Also das Beispiel, das in dem inspirationsgebenden Buch zu dieser Videoserie vorkommt, ist, dass man sich, wenn man Kinder hat, vorstellt, denen passiert irgendwas. Ganz kurz nur, das muss ja keine ausführliche, das sollte auch keine ausführliche, sollte jetzt nicht eine paranoide oder phobische Angstvorstellung sein, sondern nur ganz kurz, könnten jetzt einen Autounfall haben, sich kurz in diese Lage versetzen, in die Emotionen, die das wachrufen würde. Und der Autor sagt, und ich glaube, das ist für uns allen klar, dass das so ist. Wenn man das gemacht hat, wird man das nächste Mal, wenn man die betreffende Person dann sieht. Oh. Okay. Wir sind Opfer einer Invasion durch den Gelbfinger. Dadurch, dass der einen Namen mit Attribut hat, gehe ich mal wieder davon aus, dass es kein Spieler ist, aber nach wie vor weiß ich nicht, wie man die unterscheidet. Und ein bisschen ist das Prinzip ja auch, dass man die nicht so einfach unterscheiden können soll. Und ich bin deswegen jetzt auch ein bisschen... Ich zögere, diesen Gegner hier in ein Gefecht zu verwickeln. Weil wenn es doch ein Spieler ist, dann wäre das dann der richtige Moment, um uns einen drüber zu beraten. Kann natürlich aber auch sagen, das wird sehr lange warten. Da ist Estus Suppe.
Also die Tatsache, dass jetzt hier nicht direkt einer auftaucht, spricht ein bisschen dagegen, dass es ein Spielevent ist. Dieser Sumpf ist natürlich auch riesig, wenn jetzt ein Spieler hier irgendwo reingespawnt ist und uns jetzt suchen muss. Dann wünsche ich ihm viel Freude dabei. Okay, vorsichtig weiter bewegen. So gut das geht in dieser Brühe. So, diese Negative Visualization Technik, also diese Technik, dass man sich über das, was man hat, oder auch im Angesicht eines Verlusts über das, was man noch zurückbehalten hat, besser fühlt, wenn man sich vorstellt, dass man ja auch das noch verlieren könnte. Die funktioniert natürlich umso besser, je mehr man hat, zumindest mal in erster Näherung. Und das ist vielleicht eine Erklärung dafür, warum gerade diese zwei superreichen, supermächtigen Männer diese Philosophie vertreten, weil wir ja auch aus psychologischen Studien von heute wissen, dass großer Reichtum gar nicht unbedingt Seelenfrieden einkauft, sondern im Gegenteil eine große Angst davor, das zu verlieren. Also genau das, was diese stoische Technik versucht, einem abzutrainieren, indem man das gelegentlich wachruft und sich dann stattdessen daran freut, dass man es hat. Wenn man das nicht auf diese stoische Weise löst, dann wird man paranoid und sieht überall Gefahren und Leute, die einem das wegnehmen wollen. Und die einem das nicht gönnen und die neidisch sind. Diese ganzen Probleme, die Schwerreichen haben. So, da ist jetzt wieder der Eingang, zu dem wir reingekommen sind. Und dann werde ich jetzt als erstes mal zusehen, ob wir hier irgendwie von unten an diese Stelle kommen, wo ja hier links oben ist. Da ist vermutlich die letzte Lampe. Aber ich gehe jetzt erstmal hier nach links, denn wie gesagt, da ist ja dieser Kristall, dieses Kristalltier, das uns ein Titanite Scale wahrscheinlich wieder abwirft, so wie das ganz am Anfang, noch vor dem ersten Gegner. Und das müsste ja hier irgendwo über die Wand eigentlich zugänglich sein. Oh nein! Ein fucking Basilisk. Das hat gerade noch gefehlt. Ja, für die neu sind zur Dark Souls-Serie, Basilisken versprühen ein Gift, das sich anreichert, auch wieder über so eine Statuszeile. Ich kann mich erinnern, die schon mal gesehen zu haben. Und dieses Gift führt zur Verfluchung. Wenn diese Statuszeile voll ist, dann sterben wir auf der Stelle. Dann sterben wir auf der Stelle, werden sofort am Bonfire wiedergeboren, aber mit der halben Health. Und solange wir keinen Heilungsgegenstand haben. Eieiei, diese Wolken sind auch größer geworden gegenüber dem ersten Teil. Ah, das ist ja die Hölle in diesem Sumpf. Quasi nicht mobil ist, an diese Viecher können springen und machen dann diese riesigen Giftwolken. Früh spinnen. Das waren jetzt hoffentlich alle. Ja, das ist unfassbar lästig, weil man dann nur die halbe Health hat, mal abgesehen davon, dass wir den Ember auch verlieren würden, den wir jetzt hier aktiviert haben. Und diese halbe Health auch so lange behält, über alle Tode hinaus, bis man von bestimmten Figuren geheilt wird oder ein bestimmtes Item, das wir, glaube ich, noch gar nicht haben, benutzt. Das heißt, das ist... Also im ersten Teil wusste ich auch, wie man das heilt, weil ich das ja alles vorher gegoogelt hatte. Wäre das allein schon eine Aufgabe, das überhaupt erstmal rauszufinden. Deswegen habe ich großen Respekt. Da sind schon wieder zwei von diesen Sprühschreien. Na!
Puh, okay, das mache ich nicht noch ein zweites Mal. Das muss jetzt bitte schön hier alles erledigt sein mit diesem einen Durchwarten. Das ist nicht gut für die Nerven. Wir haben auch nur noch zwei Estusflaschen. Bislang rechts nur Mauer zu sehen. Und jetzt kommen wir in eine Sackgasse. Das möchte ich mal nicht hoffen. Nee. Es wird sehr eng, aber wir kommen durch. Hoffe ich. Das ist jetzt nicht wahr. Du lieber Himmel. Schweinespiel. Das riecht nach Falle. Ist aber keine. Jetzt dürfte dieser Sumpf auch mal hier ein bisschen flacher werden. Aha, noch ein Aufgang. Da oben ist die Flamme, die wir auslöschen müssen wahrscheinlich. Da sieht man ja schon den großen. Noch zwei von den Kameraden. Oh, das war knapp. Das geht extrem langsam weg, dieser Totenkopf. Was für eine unerfreuliche Gegend. Reicht's jetzt nicht mal? Nein, 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 nein! Ah, ah. Oh shit. Oh shit, die Bar ist fast voll. Nein, geh doch raus da! Ah, das ist ein unglaubliches Mistvieh. Wir können uns kaum bewegen, das ist ja zum Wahnsinnig. Ja, noch dreimal bitte. Jetzt hör doch auf. Das gibt's doch nicht! Okay. Okay, so ein bisschen die Faxen dicken. Estus ist leer. Und dieses Gestapfe. Oh, was sind das denn wieder für Geräusche? Da steht irgendwas Großes hinterm Baum, sehe ich das richtig? Oh je. Ich kann mich nicht bewegen und ich habe kein Estus mehr. Oh nein. Was jetzt? Nicht der beste Moment dafür. Nein! Also Bilanz, Ember weg und das ganze Gewarte durch diesen beschissenen Sumpf und der ganze Nervenkitzel mit den endlosen Basilisken für die Katz. Schlimmer noch, wenn wir die Seelen wieder wollen. Müssen wir es dahin schaffen. Oh, good Lord.
es ist wirklich. Eine Geduldsprobe. Was macht das denn jetzt? Also wenn ich das aber richtig finde, von der Konstruktion gesehen habe, können wir den Sumpf umgehen, indem wir direkt zu diesem Aufgang, wenn wir ihn finden, uns begeben. Denn da ging es ja auf der anderen Seite auch wieder runter, da wo der Invader sich rumgetrieben hat. Das war ein bisschen hier. Beim Latschen durch Sülze uns mit diesem ganzen Quatsch rumärgern. Ich weiß leider tatsächlich nicht, wo es lang geht. Es muss hier drüben irgendwo sein. Das ist ja die. Also ich sehe ein bisschen schwarz dafür, diese Seelen wieder zu bekommen, weil ich im Moment massiv die Orientierung verloren. Ich bin jetzt auf die völlig falsche Seite gegangen. Das ist jetzt wieder der Essenseimer. Der Suppentopf. Das Süppchen. Dann ist es doch hier drüben. So, da ist das der Ausgangstor, durch das wir heraus müssen. Das doch eigentlich sehen können. Das ist ja bei diese große Fackel oben drauf. Ja, jetzt bin ich auch noch bei diesen großen Kameraden vorbeigegangen. Nein. Oh shit. Ja. Auf Wiedersehen, Seelen. Was ist das denn für ein Bullshit? Bull! Meine Güte. Das ist übrigens eine Frage, die ich mir auch mit zwischendurch mal gestellt habe, warum man sich eigentlich so ärgert. Und einer der Punkte ist ein sozialer, glaube ich. Und der Ärger bezieht sich darauf, dass von den Designern und Programmierern was hergestellt worden ist, was vollkommen unfair schwer ist. Jetzt hier in dem Fall, klar, wenn man die Bewegungsfreiheit wahnsinnig einschränkt und dann noch einen Gegner macht, der drei verschiedene Attacken parallel machen kann, dann wird es schwer. Das ist aber in gewisser Weise jetzt nicht besonders interessant, weil der Erkenntniswert ist gering. Ja, wenn man mich am Boden festleimt, dann kann ich mich nicht mehr richtig wehren. Also, das ist der Ärger, dass das wie ein billiger Trick wirkt. Aber das ist natürlich völlig willkürlich, weil ja auch das restliche Design willkürlich ist. Also es ist halt so schwer, wie es ist. Und für diese Sektion hier haben sie sich entschieden, es um einiges schwerer zu machen. Und ich darf ja auch nicht vergessen, dass ich versäumt habe, mir den Ring zu beschaffen, mit dem man sich hier wahrscheinlich völlig frei bewegen könnte, beziehungsweise ihn nicht gefunden habe. Und, wenn ich ganz ehrlich bin, natürlich auch hätte aufpassen können bei dem Versuch, diesen Aufgang zu finden und nicht einfach blind irgendwie durch den Sumpf stapfen und diesen sehr unerfreulichen Gegner da auf mich aufmerksam machen. Ich glaube, da drüben ist der Aufgang. Oh, ist das mühsam.
Das ist wieder eine von diesen Brücken. Was war das wieder, Kamera? Da ist der Eingang, wenn wir jetzt wenigstens mal die Orientierung wieder. Wir müssen auf jeden Fall hin nach links. Ach, ist das mühsam. Hier geht's hoch. Ah, nein! Das gibt's doch nicht. Geh weg! Das nicht wahr sein. Was ist denn jetzt wieder mit der Kamera los? Also das ist doch nicht... Das gibt's doch nicht. Oh. Ja, damit ist die Eingangsfrage am Ende auch beantwortet. Das ist, wenn man schlechte Laune hat und sich nicht so gut fühlt. Deutlich schwieriger. Ich fühle mich gepiesackt von diesem Spiel. Ich habe so schön angefangen mit diesen luftigen Höhen und jetzt ist es nur noch warten durch Sumpf. Und unübersichtliches Kämpfe mit vollkommen unfair schweren Gegnern. So, jetzt muss man doch hier mal die Orientierung. Wo geht's denn dahin? Zu dieser Stelle. Das muss doch da drüben sein. Nein, das glaube ich jetzt nicht. Wo kommst du denn her? Das sind zwei von denen. Ah. Verdammte Tat. Also es ist völlig sinnlos, darauf zu fliehen, weil ich weiß ja schon, dass der da mitkommt. Das bringt ja gar nichts. Wieso bin ich denn jetzt hier oben immer noch so schwerfällig? Oh mein Mann! Ja, wisst ihr, das gibt's doch nicht! Übersehe ich noch eine Spielmechanik, aber das ist auch außerhalb des Sumpfes plötzlich alles wahnsinnig schwerfällig. Ich habe jetzt nicht genug Aufmerksamkeit gehabt, um auf meine Ausdauer zu achten. Der grüne Balken, den habe ich natürlich sehr leer geräumt, dadurch, dass ich immer weggerollt bin beim Fliehen. Vielleicht liegt es daran, dass ich nichts machen konnte. Schon wenn man hier runterkommt, geht das Generve los. Man kann hier nicht runterkommen, ohne dass man von diesen drei Schnecken angegriffen wird. Ja, und das gibt heute sehr schlechte Stoizismuswertung. Ich habe aber auch keine Lust auf diesen
feindseligen Blödsinn, der hier abgefeuert wird, um mich zu ärgern. So, geh mal weg. Gucken, ob wir uns an dem vorbeischleichen können. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich von der anderen Seite einer und macht auf uns aufmerksam. So, da ist der eine, da ist der andere. Das erklärt schon mal, warum nur nach einem zu gucken nicht reicht. Der bestmögliche Fall ist, wenn wir jetzt beide auf uns aufmerksam machen. Bin auf dem besten Weg dazu. Dann ist die Kacke so richtig im Dampf. Der eine kommt schon. Ich hab's geschafft. Beide hinter mir her. Tipptopp. Was ist denn hier los? Das muss an seinen Sprüngen liegen, dass die Kameraeinstellungen so unglaublich nervig hin und her hüpfen, sodass man gar nicht mehr sieht, was los ist und auch nicht auf nichts mehr zielt. Das ist doch nicht zu glauben. Das ist auch nicht zu glauben. Meine Güte. Fuck you. Mich zu zwingen, in diesem Sumpf gegen so einen Gegner zu spielen, der 10 Geschosse auf einmal abfeuert und dann auch noch eine total schlagkräftige Nahkampfwaffe hat. Ich muss im Schneckentempo 5 Sachen gleichzeitig machen. Diesen ganzen Totenköpfen ausweichen, seiner Waffe ausweichen und ihn dann auch noch treffen. Das ist, keine Ahnung, wie das auch nur annähernd gehen soll. Bullshit. Und für zusätzlichen Nerv sorgt das da oben noch nicht mal, wie es aussieht. Da muss doch aber die Flamme sein. Da oben ist ja wieder, sieht man wieder den Turm. Der bei den anderen an. Oh, Jesus Maria. Das ist vollkommen unmöglich. Das ist nicht in meinen Möglichkeiten. Der hat auch noch total viel Health. Der ist einfach, die sind für mich noch nicht besiegbar, habe ich das Gefühl. Ich kann diese Angriffe nicht blocken. Ich kann nicht ausweichen, weil ich mich bewege wie ein Kaugummi. Und ich komme nicht an ihnen vorbei. Der einzige Vorteil ist, jetzt sind wir so oft gestorben, jetzt ist es dann auch egal. Ist das eine nervige Scheiße. Also ich will sagen, jetzt haben wir auch nichts mehr zu verlieren, weil die Seelen sind jetzt eh alle futsch. Die angesammelten. Der Ember ist schon lange weg. Was soll's? Also vielleicht gibt es einen Trick. Vielleicht ist er gegen Feuer.
Vielleicht kann man ihn dazu bringen. Gab es ja im ersten Spiel auch einen Gegner, den man durch. Himmel! Und dann noch diese Kamera! Was war das damit? Oh, please. Die machen auch noch richtig viel Schaden, diese scheiß Totenköpfe. Ich nur hoffen, dass die nur einmal spawnen. Sonst Wut. Okay. Ich hoffe jetzt mal, die waren so stark, oder der war so stark, einer ist ja noch da, dass der nur einmal spawnt und wir dann wenigstens eine Chance haben, uns hier nach und nach, selbst wenn jetzt, was die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass der zweite mich jetzt hier gleich platt macht. Wo ist er denn? Hinterm Baum. Aber ich meine, das Geheimnis ist offensichtlich, dadurch, dass der so viele Angriffe hat. Sollte man ihn gar nicht was zum Angreifen kommen lassen. Ja, auch wieder witzig. Jetzt tun wir an. Erst das alle. Ja, wenn das jetzt nicht. Wie gesagt, wenn die jetzt respawnen, dann bringt das gar nicht so viel. Wenn sie weg sind, dann haben wir jetzt natürlich eine Chance, ein bisschen Fortschritt zu machen. Dann machen wir noch die erste Suppe und dann da oben muss eigentlich irgendwo diese letzte Feuerschale liegen und jetzt wo die beiden Nervensägen weg sind, haben wir auch eine Chance, uns das mal ein bisschen aus der Nähe anzuschauen. Ja, Vorsicht. Diese Sümpfe. Eine spaßige Weltregion. Ach, da ist sie doch. Wenn man nicht vom Tod verfolgt wird, auch gar nicht so unauffällig platziert. So, dann haben wir jetzt die drei Feuerschalen zusammen. Die Tür geht auf. Schlimme Dinge warten auf uns. Gestaltete schlimme Dinge warten auf uns. Obwohl natürlich diese Kerzen, das ist so ähnlich wie in romantischen Filmen, die Kerzen um die Badewanne. So ein bisschen quatschig ist es natürlich schon. Wer zündet die an? Ist das Bienenwachs? Aber man soll nicht so viel machen. Ja, das war zur Abwechslung mal ganz befriedigend. Den Nervpocker da einmal reinzuhauen. So hier oben. Estus ist schon wieder alle und hier ist alles voller Basilisken. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich
da so scharf jetzt drauf bin, aber da muss man auf jeden Fall noch rauf, da drüben. Aber vielleicht nicht jetzt. Ich bin nicht ausgestattet für Kampf mit Basilisken. Wir könnten 4400 Seelen, das ist jetzt nicht der Rede wert, noch schnell einen Blick auf die offene Tür werfen. Besteht ja die Gefahr, dass die zwei Großen nachher wiederkommen. Obwohl die den Weg zur Tür gar nicht versperren, deswegen ist das egal, aber... dieser mittlere Teil. Ah, das ist vielleicht verbunden damit. Aha. Ja, ich dachte, ich hätte hier gerade die Tür gesehen. War das eine optische Täuschung? Und da drüben ist die Tür. Das war offensichtlich eine optische Täuschung. Ja, ist sie jetzt schon wieder. Ja, kein Estus mehr und vergiftet. Also das macht eigentlich gar keinen Sinn, was ich hier gerade mache. Ich muss gerade überlegen, wo das nächste Bonfire ist. Nur das da oben ist auch nicht so ganz leer gelegen. Da drüben, aber ob ich da das jetzt noch schaffe. Mal auswählen müssen. Doch, das geht. Wunderbar. Das spricht allerdings ein bisschen dagegen, dass das da unten der Eingang zur Boss-Arena ist, weil hier direkt am Bonfire vor der Tür. So, einfach machen es die Designer einem nicht normalerweise. Wahrscheinlich öffnet sich nur das nächste unerfreuliche Areal da unten. Be wary of giant. Was? Ja, okay, tun sie. Aber ich lasse mir doch von Flammen nicht vorschreiben, wo ich hingehe. Nämlich nicht gerechnet. Oh. What? Was war das denn? Ich glaube, das Spiel will mir eine moralische Botschaft, moralische Lehre erteilen. Es gibt eine ganze Reihe von Gegnern hier, die man gar nicht angreifen muss. Und man tut es dann aber doch. Da sind wir hergekommen. Beziehungsweise da oben sind wir hergekommen und uns hier reingeschlichen. Und die beten hier. Was beten die an? Den Baum? Basilisken. Das könnte natürlich auch sein, dass das jetzt hier. Und das Areal ist, das man von unten gesehen hat. Ich glaube, fast so ist das. Aha. Mal wieder so ein Dark Knight. Oder? Ja. Hier ist so einer. Das ist jetzt echt ein Durchgang der Lava rein.
Aber das gibt's doch nicht. Ja, also nach wie vor kein Boss weit und breit. Das Spiel lässt sich Zeit mit allem. Und ich bin, glaube ich, mit meiner... Ich weiß nicht, ob das irgendwer sich angucken will. Es ist, wie gesagt, als Selbstversuch ja trotzdem interessant zu sehen. Ja, da geht's lang. Zu sehen, wie das dann eben manchmal auch nicht funktioniert mit diesem ruhig bleiben und diesem nicht genervt sein. Und das ist ja so eine Eigenschaft. Es gibt in der modellierenden Wissenschaft, was ich ja lange Zeit gemacht habe, der da oben wird sicher unerfreulich, wenn man ihn nicht versorgt, bevor er reinkommen sieht. Was ist denn heute los? Kamera springt die ganze Zeit durch die Gegend. Was war das denn jetzt wieder? Oh Himmel! Es ist wirklich... Das grenzt jetzt allmählich ans Verbuggte, weil die ganze Zeit die Kamera so durch die Gegend springt, dass ich immer sekundenlang gar nicht sehe, was los ist. Und wenn ich dann wieder die Kontrolle habe, habe ich erwartungsgemäß 3-4 Mal einen reingehauen bekommen. Da kann ich jetzt aber also beim besten Willen nicht sehen, wie ich da was dran ändern kann. Ja, wieder alle Seelen weg. Man muss sich immer klar machen, es könnte schlimmer sein. Was ist denn das für eine Scheiße? Das gibt's doch nicht! Okay, ich mache einen Versuch. Einfach nur, um nicht mit totaler Genervtheit und Frustration aufzuhören. Aber es ist eigentlich dafür, wenn ich ganz ehrlich und selbstbeobachtet bin, ist es dafür auch schon zu spät. Ich bin schon sehr genervt. Ja, ist irgendwie, wenn ich den angreife, falle ich runter. Ja, aber natürlich nicht. Okay, das war das Geheimnis. Wenn man den ganz zu Anfang erledigt, ist es ganz harmlos. Und wenn nicht, bricht die Hölle los. Und eine Erkenntnis, die ich jetzt auch mal allmählich hier in meinen Spielstil einbauen könnte, ist, man muss unbedingt Lock-On machen, sonst haut man an allen die ganze Zeit vorbei. So, da ist wieder dieser Schweinepriester. Der ist nicht zu staggern, es ist nicht zu fassen.
Gut. Und gestorben. Interessant. Ja, nehme ich natürlich gerne mit, die Seelen, aber eigenartig. Ein Bonfire. Das nehme ich auch. Und dann haben wir einen guten Schlusspunkt. Die genervte Folge. Hiermit geht's zu Ende. Beim nächsten Mal hoffentlich wieder mit mehr Gleichmut. Mal sehen. Mal sehen auch, wie lange ich das durchhalte. Es geht und geht und geht nicht voran. Also im Sinne von... ich wollte jetzt eigentlich gar nicht mehr gucken. Schluss. Es geht und geht und geht nicht voran. Wir kämpfen endlos uns jetzt durch riesige Crucifixion Wood Sumpf, dann den Sumpf in Farron's Keep. Jetzt schon wieder eine riesige Gegend und der Boss kommt nicht näher, wie es aussieht. Wenn es in dem Tempo weitergeht, dann sind wir hier eine Weile beschäftigt. Und ich habe ja auch tatsächlich gesehen, dass Online-Playthroughs auch gerne mal mehrere Dutzend Stunden brauchen. Ob ich das so lange durchhalte, wird man sehen müssen. Für heute, es hat mich sehr gefreut, ist gelogen, es hat mich nicht sehr gefreut, es hat mich sehr genervt. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen genervt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns ein bisschen weniger nerven lassen.